Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag nach der Verwirklichung der staatlichen Einheit hat heute das gesamtdeutsche Parlament seine Arbeit aufgenommen. Im Berliner Reichstagsgebäude begrüßte Bundestagspräsidentin Süssmuth besonders die 144 Abgeordneten, die bis zur Wahl im Dezember die Bürger aus der früheren DDR repräsentieren. Bundeskanzler Kohl hob in seiner Regierungserklärung neben den Aspekten zum Aufbau der neuen 5 Bundesländer auch die außenpolitische Rolle Deutschlands hervor. Die Deutschen wollten, so der Kanzler, nach außen und nach innen gute Nachbarn sein. Der Hauptteil der Arbeit beginne jetzt, denn nach der staatlichen Einheit müsse nun die Einheit der Lebensverhältnisse hergestellt werden. Die Regierungserklärung und die heutige Debatte darüber im Berliner Reichstag befasste sich naturgemäß mit der Vereinigung, ihren wirtschaftlichen und menschlichen Folgen und der Lage in der DDR. Am ernstesten aber wurde um den Frieden nach innen diskutiert, ging es um das Zusammenfinden der Menschen in ihren Köpfen. Gezielt versuchten die kommunistischen Machthaber, Menschen gegeneinander auszuspielen, Vertrauen zu zerstören und Hass zu säen. Wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass noch im Nachhinein diese Saat der SED aufgeht. Wir müssen deshalb mit Verständnis und mit gegenseitiger Achtung aufeinander zugehen. Und dabei dürfen wir einander auch nicht überfordern. Gefragt sind Offenheit und Toleranz und die Bereitschaft, einander besser begreifen zu lernen. Dass Deutschland auch finanziell die neuen Länder verkraften könne, daran ließ als Hauptredner der Opposition auch Willy Brandt keinen Zweifel. Aber die Überbrückung geistig-kultureller Hemmschwellen und seelischer Barrieren mag schwieriger sein. Aber mit Takt und mit Respekt vor dem Selbstgefühl der bisher von uns getrennten Landsleute wird es möglich sein, dass ohne entstellende Narben zusammenwächst, was zusammengehört. In seiner Jungfernrede betonte auch PDS-Chef Gregor Gysi die menschlichen Probleme. Es sollte ab jetzt alles unterlassen werden, was das Selbstvertrauen ehemaliger Bürgerinnen und Bürger der DDR weiter untergräbt, dass es ihnen schwer oder unmöglich macht, zu ihrer eigenen Biografie zu stehen. Dass sie schon nach eigenem Empfinden Bürger zweiter Klasse sind. Als letzter Vertreter der neuen Abgeordneten stellte der frühere SPD-Chef Ost am Pult richtig. Ich möchte daher zuallererst meinen Landsleuten dafür danken, was sie gewagt und bewegt haben. Sie sind die Väter und Mütter der Befreiung unseres Landes und nicht etwa die Politiker. Und das sage ich ausdrücklich als Laienspieler in einem Hause voller alterfahrener Profipolitiker. Der Vereinigungsgeist der Vortage, die Symbolik des Ortes und der Umstände, das lag über dieser ersten Debatte des neuen Deutschen Bundestags. Die harte Alltagsarbeit geht morgen in Bonn weiter. 58 Jahre lang lag es im Dornröschenschlaf. Heute wurde das Reichstagsgebäude wieder mit parlamentarischem Leben gefüllt. Und das begann für viele Abgeordnete mit Orientierungsschwierigkeiten an dem ungewohnten Ort. Manch einer der 663 Abgeordneten wurde in dem wilhelminischen Großbau zunächst in die Irre geschickt. Nur, ich bin das erste Mal hier, ich kenne mich selbst hier aus. Schickt sie alle dahin. Heute begann für den gesamtdeutschen Bundestag eigentlich der politische Alltag. Doch der blieb noch feierlich und getragen. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth dankte zunächst der letzten DDR-Regierung und ihren Parlamentariern für ihre Arbeit auf dem Weg zur deutschen Einheit. Und nun hat sich der deutsche Bundestag als das gesamtdeutsche Parlament den Aufgaben zu stellen, die sich aus der Vereinigung ergeben. Wir werden dabei in besonderem Maße auf das spezielle Wissen der Kolleginnen und Kollegen aus Berlin und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angewiesen sein. Wir brauchen Ihre spezifischen Erfahrungen und sagen Ihnen voll zu, Sie sind gleichberechtigte Mitglieder, das ist selbstverständlich, dieses Parlaments. 5 Politiker der ehemaligen DDR wurden sodann vereidigt. Ab heute sind sie nun Minister ohne Geschäftsbereich. Und manch einer der neuen, der 144 Abgeordneten aus der Ex-DDR und ihrer Berater, stellten alsbald Vergleiche zu vorher an.
Die Atmosphäre in der Volkskammer war einfach aktiver, spannender. Hier fehlt mir heute ein bisschen die Spannung. Dafür wollen sie in Zukunft sorgen, versprachen heute einige der neuen Abgeordneten. Der Bundestag beriet außerdem in erster Lesung über ein neues Wahlgesetz. Der Entwurf mit einer 5%-Hürde in zwei getrennten Wahlgebieten und der Möglichkeit von Listenverbindungen in der früheren DDR fand bei den Parlamentariern eine breite Zustimmung. Nur die Grünen forderten, die Sperrklausel für diese Wahl ganz fallen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Regelung dieser Punkte im ersten Wahlgesetz für nichtig erklärt. Bereits morgen will der Bundestag das Gesetz in Bonn abschließend beraten. Am Montag soll es im Bundesrat behandelt werden. Die Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit hat heute erstmals die Daten für den gesamtdeutschen Arbeitsmarkt vorgelegt. Ende September gab es insgesamt rund 2.170.000 Arbeitslose in Deutschland. Die Entwicklung im Westen und im Osten ist aber sehr verschieden. Im Westen ging die Arbeitslosigkeit erneut zurück. 1.727.800 Menschen waren als erwerbslos gemeldet. 85.100 weniger als im August. Die Quote jetzt 6,6%. Dagegen erhöhte sich auf dem Gebiet der bisherigen DDR die Arbeitslosenzahl erheblich. Und zwar um 83.500 auf nunmehr 444.800. Die Quote 5%. Während die Zahl der Kurzarbeiter im Westen weiter geringfügig ist, beträgt sie im Osten mittlerweile mehr als 1.770.000. Die Treuhandanstalt in Berlin will die Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft jetzt energischer und unbürokratischer vorantreiben. Dazu wurden die Leiter der 15 Treuhandniederlassungen in den ehemaligen DDR-Bezirken heute abgelöst. Sie waren zumeist noch von der Regierung Modrow ernannt worden. An ihre Stelle, so Treuhand-Vorstandsmitglied Breul, treten erfahrene Wirtschaftsexperten, die ausnahmslos aus dem Westen kommen. Die Treuhand ist für die Zukunft von etwa 5.700 ehemals staatlichen Betrieben zuständig. Der letzte Leiter des DDR-Geheimdienstes im Ministerium für Staatssicherheit, Werner Grossmann, wurde heute in Karlsruhe vom Haftrichter des Bundesgerichtshofes auf freien Fuß gesetzt. Der Hubschrauber aus Berlin landete gegen 15 Uhr auf dem Gelände des Bundesgerichtshofs. Ende der unter dem Decknamen Piro laufenden Aktion. Ex-DDR-Spionagechef Werner Grossmann, zuletzt Generaloberst und ein weiterer Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung des ehemaligen Stasi, wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Grossmann war 86 als Nachfolger von Markus Wolf Leiter des Auslandsspionagedienstes der DDR geworden. Warum ist nicht auch er untergetaucht? Ich möchte also für mich antworten. Ich habe in meiner vergangenen Tätigkeit Verantwortung ausgeübt, nicht nur für mich alleine, sondern auch für viele Mitarbeiter. Und diese Verantwortung fühle ich heute noch und möchte sie noch wahrnehmen und stelle mich dieser Verantwortung. Der Haftbefehl, den die Bundesanwaltschaft gegen ihn hat und der ihm in Ost-Berlin eröffnet worden war, lautet auf Geheimnisverrat. Der Haftbefehl gegen den Ex-DDR-Spionagechef Grossmann wurde heute Abend außer Vollzug gesetzt. Die Bundesanwaltschaft selbst hatte dies beantragt und der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof ist dem gefolgt. Grossmann wird sich in Zukunft einmal wöchentlich bei der Polizei melden müssen, er wird seine Ausweise abgeben müssen und er darf das Gebiet des nun vereinigten Deutschland nicht verlassen. Der ehemalige Spionagechef, so der Ermittlungsrichter, habe sich dem Verfahren nicht entzogen, obwohl er wusste, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren anhängig sei. Die ehemaligen Spitzenfunktionäre der SED, Mielke und Tisch, sind heute aus einer Ostberliner Haftanstalt ins Untersuchungsgefängnis Moabit im Westen der Stadt verlegt worden. Gegen Stasi-Chef Mielke besteht unter anderem der Verdacht auf Unterstützung von RAF-Terroristen. Tisch soll als Gewerkschaftsvorsitzender Gelder seiner Organisation veruntreut haben. Die NATO und der Warschauer Pakt haben sich bei ihren Wiener Verhandlungen über die Reduzierung konventioneller Streitkräfte in Europa, VKSE, heute auf Obergrenzen geeinigt. Ein entsprechender Vertrag könnte am 18. November, einen Tag vor dem Pariser KSZE-Gipfeltreffen, unterschrieben werden, hieß es aus der deutschen Delegation. Den entscheidenden Durchbruch für dieses Ergebnis hätten die Verhandlungen der Außenminister der Sowjetunion und der USA, Shevardnadze und Baker, in New York möglich gemacht. Etwa 6 Stunden lang hatten sich der amerikanische Außenminister und sein russischer Kollege in die sowjetische UN-Mission zurückgezogen. Am Spätabend dann war die Abrüstung beschlossene Sache. Demnach werden aus Zentraleuropa mehr als 100.000 Panzer, Geschütze und Kampfflugzeuge abgezogen. Ein Großteil von ihnen wird zerstört. Die Zahl der amerikanischen Soldaten wird sich in der Folge von etwa 300.000 auf 100.000 verringern.
Da gleiche Obergrenzen festgesetzt wurden, geht die Vereinbarung vor allem zu Lasten der Sowjetunion, die im Vergleich zu den USA auf ein Mehrfaches an Waffen verzichten muss. Wir haben uns über die wichtigsten Probleme verständigen können. Nebensächlichkeiten müssen noch von Expertengruppen gelöst werden. Und natürlich hat die Sowjetunion die größten Zugeständnisse gemacht. Durch unsere Übereinkunft wird eine große Zahl von Waffen abgezogen oder zerstört. Diese rasche Einigung bezeugt, dass die Großmächte entschlossen sind, die Abrüstungsverhandlungen zügig abzuschließen. Bis zum Jahresende sollten deswegen auch die Verträge zum Abbau der Interkontinentalraketen unter Dach und Fach sein. Diese Eile hat durchaus wirtschaftlichen Hintergrund. Denn die Amerikaner wie auch die Russen müssen dringend ihre Waffenarsenale reduzieren, um der drohenden Wirtschaftsprobleme Herr zu werden. Im Golfkonflikt gehen die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung weiter. In Bagdad traf heute der sowjetische Sonderbeauftragte Primakow ein, um eine Botschaft von Präsident Gorbatschow zu überbringen. Er bemüht sich auch um die Freilassung der rund 5000 Sowjetbürger, die im Irak festgehalten werden. Primakow kam aus der jordanischen Hauptstadt Amman, wo er mit König Hussein und Palästinenserführer Arafat zusammengetroffen war. Frankreichs Präsident Mitterrand ist als erster westlicher Staatschef nach dem irakischen Überfall auf Kuwait ins Krisengebiet gereist. Erste Station waren gestern die Vereinigten Arabischen Emirate, zweite und letzte heute Saudi-Arabien. Das Embargo genüge nicht als Waffe gegen Saddam Hussein, sagte der saudi-arabische König Fahd zum Auftakt seines Gesprächs mit dem französischen Präsidenten Mitterrand. Um die Ungeduld des Königs zu beruhigen, kündigte Mitterrand an, dass bis zum Wochenende 8 weitere Kampfflugzeuge die französische Präsenz in Saudi-Arabien verstärken werden. In dem 2,5-stündigen Gespräch einigten sich die beiden Staatschefs darauf, die politischen und ökonomischen Mittel bis zum letzten gegen den Irak auszureizen, auch wenn es sehr lange dauern würde, bis sie wirkten. Frankreich ist daran gelegen, trotz seines militärischen Aufgebots keinen aggressiven Eindruck zu erwecken. Am Abend davor in Abu Dhabi hatte Mitterrand in einer Unterredung mit Scheich Said erörtert, dass, falls der Irak die Geiseln freilasse und aus Kuwait abziehe, alles möglich sei. Also auch eine internationale Konferenz zur Lösung des arabisch-israelischen Konflikts. Aus Angst vor Attentaten hatte Mitterrand die Nacht auf der Fregatte Duplex verbracht, wo er heute früh mit Kommandanten der 10.000 französischen Soldaten, die inzwischen in der Golfregion stationiert sind, sprach. Diese bestätigten die strikte Einhaltung des Embargos. Die Duplex habe seit 50 Tagen 500 Handelsschiffe in der Golfregion kontrolliert. Mitterrand sagte, nur die fehlerfreie Anwendung des Embargos verhindere den Krieg. Heute Nacht noch kehrt der Präsident von seinem überraschenden Blitzbesuch nach Paris zurück. Belgien und Frankreich haben heute erste Fallschirmjägereinheiten nach Ruanda geschickt. Die Regierungen reagierten damit auf Hilfeersuchen der dortigen Führung, die durch eine Rebelleninvasion in Bedrängnis geraten ist. Außerdem sollen die Soldaten die rund 2500 im Lande lebenden Belgier und Franzosen schützen. Die Rebellen stehen inzwischen rund 70 Kilometer vor der Hauptstadt Kigali. Der größte Teil der auf mehrere tausend Mann geschätzten Truppe gehört dem Stamm der Tutsi an, die Anfang der 60er Jahre nach Uganda vertrieben worden waren. Spekulationen über eine Zinssenkung in den USA haben den Dollar auf ein neues Rekordtief gedrückt. Sein amtlicher Mittelkurs wurde in Frankfurt heute auf 1,5315 Mark festgesetzt, gut 2,5 Pfennig niedriger als am Dienstag. Gegen Lehrermangel und Unterrichtsausfall demonstrierten heute in Hamburg mehr als 10.000 Schüler, Eltern und Lehrer. Sie protestierten gegen die ihrer Meinung nach zu geringe Zahl von Lehrerstellen im Nachtragshaushalt 1990 der Hansestadt. Die Veranstalter, darunter die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, werfen der Schulbehörde vor, ein Defizit von rund 430 Lehrern zu dulden. Die Behörde hatte vor 2 Tagen die Klagen der GEW als Notstandsgerede zurückgewiesen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Oktober. Der Satellitenfilm zeigt ein markantes Wolkenband, das sich zunächst von Skandinavien nach Frankreich erstreckte. Es zog im Tagesverlauf über die Westhälfte Deutschlands hinweg nach Osten. Über den britischen Inseln erkennt man neue ausgedehnte Wolkenfelder.
Diese gehören zu den Tiefausläufern über Irland, die sich rasch ostwärts verlagern und morgen das nördliche Deutschland beeinflussen. Der Süden gelangt dagegen unter den Einfluss einer Hochdruckzone, die sich von der Biskaya bis zum Alpenraum ausweitet. Dabei gelangt mit einer westlichen Strömung verhältnismäßig milde Meeresluft nach Deutschland. Die Vorhersage für morgen. In den Morgenstunden vor allem im Süden örtlich Nebel, nach dessen Auflösung in Süddeutschland heiter bis wolkig und trocken. Sonst wolkig, später stark bewölkt oder bedeckt und vor allem im norddeutschen Tiefland einzelne Regenfälle. Tiefstwerte 2 bis 6, im Norden um 8 Grad. Tageshöchstwerte 12 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden zeitweise frischer Südwestwind. Die weiteren Aussichten: am Samstag im Süden vorübergehend freundlich, nach Norden hin meist stark bewölkt und zeitweise Regen, mild. Wir melden uns wieder um 22:30 Uhr mit den Tagesthemen.